Hey Jungs, bereit für die Wahrheit? Wollt ihr wissen, warum ausländische Frauen oft als heißer und attraktiver wahrgenommen werden als deutsche Frauen? In diesem Video enthülle ich euch 6 knallharte Gründe, die euch die Augen öffnen werden. Herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Grund Nummer 1. Exotisches Flair und Abenteuerlust. Warst du mal in China, hast du mal gesehen, wie diese Standardroben aussehen? Oder auch in Lateinamerika oder in Osteuropa, diese standardtraditionellen Kleider der Frauen mit leichtem Stoff, einfach wirklich feminin, sehr angenehm. Oder zum Beispiel in Osteuropa gehen auch viele Frauen mit Mänteln rum, mit Pelz. Da muss ich einfach sagen, das sieht verdammt exotisch und sexy aus. Wenn du im Vergleich hier schaust in Deutschland, da laufen die meisten Frauen inzwischen schon mal in Großstädten wie Berlin vor allem, wo es extrem Vogue ist, mit Doc Martens, mit kaputten, zerschnitzelten Jeans, mit kurzen Haaren, sehen teilweise aus von Weitem wie Männer, also wirklich, ohne zu beleidigen, ich denke wirklich bei vielen Frauen, das sind vom Weiten erstmal Männer, und dann vergleichst du das mal mit einer heißen Asiatin, heißen Latina, heißen Türkin oder heißen, von mir aus auch Ukrainerin, und dann denkst du dir einfach, fuck, wo bin ich angekommen, in welcher Welt lebe ich? Und das ist ein großer Punkt, den ausländische Frauen haben. Ihre exotische Art, ihr Kleidungsstil, ihre Lebensfreude. Da können deutsche Frauen heutzutage nicht mehr so leicht mithalten. Grund Nummer 2. Selbstliebe und Fürsorglichkeit. Schau mal die Misswahlen 2024 an. Wir haben einerseits eine etwas ältere deutsche Kandidatin, die, muss ich sagen, für mich auch nicht mehr durchschnittlich gut aussieht, sondern sie ist eher unterdurchschnittlich hübsch, hat auch iranische Wurzeln, wobei ich muss auch sagen, gab auch viele hübsche Iranerinnen, die ich verführt habe, die sahen aber ein bisschen besser aus als die Dame, was ja auch nicht schlimm ist, ja, Aussehen ist eine Sache, aber wenn ich dann vergleiche mit Miss Russia, wenn ich schaue Miss Venezuela, Miss Columbia, Miss USA, wenn ich dann diese Frauen vergleiche mit wirklich den ausländischen Frauen, was fällt auf? Diese Frauen sind ein Sinnbild dafür, was eben vor allem ausländische Frauen besser machen als solche Frauen. Sie fürsorgen sich besser, sie pflegen sich besser. Du siehst in der Regel eine ausländische Frau, nimm mal vielleicht Balkan, Kroatinnen, Serbinnen, Albanerinnen. Die haben oft so Ledermäntel an, so Ledersachen, ein bisschen Geschminke, die Haare sind schön geglättet, die Nägel sind gemacht, in der Regel so rote, weiße Farben, längere Nägel. Das sieht sehr feminin aus. Schau mal nach Russland, da sehen die Frauen in der Regel oder auch Ukraine, von Natur aus sehr hübsch aus, ohne Schminke. Dann kommt noch hinzu, dass sie sich ein bisschen Lidschatten machen, dass sie so einen schönen Mantel haben, im besten Fall mit Pelz im Winter zum Beispiel, ihre Nägel gemacht haben, die sehen einfach sehr feminin aus. Auch bei Latinas, Türkinnen, Südländerinnen generell, auch Nordafrika, genau dasselbe. Diese Frauen pflegen sich. Wohingegen siehst du deutsche Frauen, die hier Haare im Auge haben, die ihre Armhaare, Beinhaare nicht mehr rasieren, die sich wie Männer stylen. Also das sieht extremst ungepflegt aus und ich finde diese Frauen sehr, sehr unattraktiv. Also klar, Körperbehaarung, gut, wir Männer haben mehr, aber ich finde schon, das macht einen großen Unterschied, weil laut Studien finden sogar Frauen es attraktiver, wenn der Mann etwas Brusthaare hat, als ohne. Und wir Männer in der Regel, ich kenne keinen, der findet es geil, wenn die Frau Nackenhaare hat, Monobraue hat oder ihre Arme und Beinhaare nicht rasiert hat. Also klar, jeder soll so leben, wie er will, aber da muss man auch damit rechnen, dass man deutlich weniger fürs andere Geschlecht wahrgenommen wird. Genau dasselbe für mich. Ich muss meinen kleinen süßen Bäuch dann wegbekommen, denn ich weiß auch, dass Frauen in der Regel durchtrainiertere Typen mögen oder ein bisschen Bauch. Aber zu viel Bauch ist auch nicht mal attraktiv. Oder ich muss jetzt auch mal die Tage hier meinen Bart rasieren. Auch der Mann kann sich auch pflegen und sollte sich pflegen, ist ein Aspekt. Und dasselbe gilt für die Frauen auch. Und da sind eben südländische, ausländische Frauen in der Regel deutlich, deutlich besser als die modernen Frauen in Deutschland. Grund Nummer 3. Leidenschaft.
Also ich kann es immer wieder betonen. Ich stelle mir immer wieder diese geilen Latina-Partys vor mit Frauen, die tanzen, wo ich den Hintern sehe, wie die wackeln, diese Ästhetik dahinter. Oder auch russische, osteuropäische Frauen, die kennen auch gut Strippen, die kennen auch gut Pole-Dancen, wenn du mit denen ein geiles Date hast. Und diese Leidenschaft, diese Energie, diese sexuelle Energie, das ist einfach unbezahlbar im Vergleich zu den meisten deutschen Frauen, die etwas langweilig sind, die ein bisschen... ja, bockig sind und du merkst einfach, die meisten Frauen hier sind auch ein bisschen traumatisiert, liegt wahrscheinlich auch mit an der Politik und dementsprechend, da fehlt mir diese sexuelle Leidenschaft, da sind einfach ausländische Frauen um ein Vielfaches besser, vor allem auch beim Flirten merkst du es, der Augenkontakt, das Lächeln, sie lassen Körperkontakt zu, sie auch Latinas vor allem sehr selbstbewusst, touchen dich selber an, das ist geil, das ist ein gutes Gefühl, du siehst, okay, da hast du Interaktivität, eine Dynamik, Zwischenmenschlichkeit, gibt's auch bei manchen deutschen Frauen auch, aber in der Regel wirklich sehr, sehr, sehr viel weniger und das ist auch wieder ein Punkt, warum ausländische Frauen deutlich heißer sind für uns Männer. Grund Nummer 4, Selbstbewusstsein und Charisma. Ja, es gibt auch deutsche Frauen, die selbstbewusst sind und charismatisch sind. Aber geh mal wirklich, ich kann es dir immer noch sagen, geh in die Türkei, flieg nach Marokko, flieg nach Mexiko, flieg nach Moskau oder auch nach Kiew, wenn es wieder möglich sein sollte, oder auch nach Warschau. Du merkst einfach, die Frauen sind dort deutlich selbstbewusster und charismatischer. Vor allem osteuropäische Frauen sind Frauen, die wirklich selber hart arbeiten müssen, denn da sind oft die meisten Menschen nicht reich. Die Frauen haben nicht nur Familie und Kinder, die sie betreuen müssen, sondern sie müssen auch arbeiten. Es sind wirklich Frauen, wo ich großen Respekt habe. Genau dasselbe gilt auch für Türkinnen. Meine Mutter zum Beispiel ist studiert, ist eine sehr schlaue Frau, hat mich großgezogen, ist auch eine Hausfrau, die aber selber, sie wollte, gesagt, ist mein Sohn. Meine Oma hatte, glaube ich, 4 Kinder, von meinem Papa-Seite sogar mehr, ich glaube 8 Kinder. Und das sind starke Frauen, die nebenbei arbeiten, die Studium gemacht haben, die Ausbildung gemacht haben, die gleichzeitig aber auch für ihre Familie da sind. Und das sind wirklich Sachen, die mich prägen, wo ich sage, geil, so eine Frau fürs Leben hätte ich auch gerne, die für mich da ist als Mann, die selbstbewusst ist, die mitten im Leben steht, die nicht nur abhängig von meiner Kohle ist, sondern auch selbstbewusst sagt, hey, Edis, du bist ein cooler Typ, aber ich habe selber studiert, ich kann auch für mich sorgen. Das ist Charisma, auch noch da, dieser Flirt, die Ausstrahlung. Das sind Sachen, die ziehen mich verdammt an. Und wenn ich eine selbstbewusste, charismatische Frau vor mir sehe, und das sind oft in der Regel Ausländerinnen, dann werde ich als Mann auch schwach ums Herz. Ja, das ist auch eine Eigenschaft, wo man mich, den ultimativen Verführer, auch verführen kann und auch viele meiner Teilnehmer attraktiv finden. Und wenn du jetzt auch lernen willst, wie du selber charismatisch und selbstbewusst auf Frauen zugehst und die Frauen deiner Wahl verführst, reihenweise verführst, dann trag dich unten in der Videobeschreibung im Kontaktformular ein. Innerhalb der nächsten 3 Tage werden wir uns bei dir melden, gehen deine persönliche Situation durch, erklären unser Konzept, das wir gemeinsam ausarbeiten. Und wenn das dir zusagt, wenn wir sagen, dass du der richtige Kandidat bist, dann legen wir los und binnen weniger Wochen wirst du zum ultimativen Verführer 2.0. Grund Nummer 5. Stelle vor, du siehst beim Einkaufen eine wunderschöne Frau, setzt einen roten Mantel an, hohe Schuhe, schöne Nägel, die Haare sind hinten ein bisschen geflochten und du sprichst sie an und sie kommt aus Ukraine, aus Kiew. Sie schaut dich mit ihren wunderschönen grünen Augen an, sie lächelt dir Wut, als du ihr Kompliment gibst, sie schaut so ein bisschen so verlegen. Nimmt deine Hand, erwidert den Körperkontakt und schaut dir tief mit einem verdutzten Lächeln in die Augen. Diese ausländischen Frauen, Grund Nummer 5, haben einfach ein wunderschönes Lächeln und sind devot. Und da spürst du beim Flirten, wenn du als Mann hingehst und die Frau ansprichst, sie lächelt dich an, sie zeigt dir ihre Zuneigung, sie zeigt dir, dass sie auch interessiert ist oder ihre Dankbarkeit für dein Kompliment, dass du sie als Mann wahrgenommen hast, dass du ihr deine Aufmerksamkeit schenkst, dein wertvolles Gut für Frauen, das wertschätzen. Und das ist eine andere Dynamik. Oder auch, muss ich sagen, Südländerinnen, vor allem Türkinnen, da ich Türke bin, habe ich auch mit Türkinnen viel zu tun gehabt. Deswegen nehme ich das immer als Paradebeispiel. Unglaublich anders, wenn ich mit Türken flirte, auf einer Wellenlänge sind sie ein Körperkontakt offener, deutlich selbstbewusster. Schau mich an mit diesem wunderschönen Lächeln,
guckt mit ihren wunderschönen braunen Augen mich an, tief in die Augen, sind devot. Und das ist ein Punkt, da muss ich sagen, liebe deutsche Frauen, tut mir leid, aber der Punkt geht ganz klar an ausländische Frauen. Da können die meisten deutsche Frauen nicht mithalten. Und wenn du keine weiteren Tipps mehr verpassen möchtest, wie du eben solche geilen Frauen, die ich dir erwähnte, Türkinnen, Südländerinnen, Russinnen, egal aus welchem Gebiet dir gefallen, selbst auch moderne deutsche Frauen verführen kannst, dann abonniere diesen Kanal, denn dann wirst du in der Zukunft auch keine weiteren Tipps verpassen, die dein Datingleben voranbringen. Grund Nummer 6. Modegeschmack. Ey, ich kann es dir noch einmal sagen. Stell dir einfach mal vor, du bist gerade in Berlin, läufst durch den Alexanderplatz. Da siehst du eine Frau mit Doc Martens, kaputten kurzen Shorts, Beinhaaren, Piercing im Gesicht, kurze Haare, am besten noch so eine Mütze, so eine Bobby-Mütze. Und im Vergleich siehst du in Moskau eine Frau mit High Heels, einem wunderschönen rotem Kleid oder einem Mantel mit Pelz, mit einer ästhetischen Mütze, sind ladyhaft mit so einem Schleier davor, mit wunderschönen grünen oder blauen Augen. Und ich frage dich, welcher dieser beiden Frauen würdest du persönlich ansprechen? Für mich ist es ganz klar, es ist auf jeden Fall die auf dem Alexanderplatz, das ist absolut mein Typ. Nein, kleiner Spaß, es ist die Frau in Moskau, die würde ich ansprechen. Warum? Vergleichen wir mal den Kleidungsstil der deutschen Frauen mit den ausländischen Frauen. Egal ob du nach Spanien, Mexiko, von mir aus nach Marokko, Tunesien, bis nach Libyen, selbst nach Irak, Syrien, Afghanistan, Türkei, Ukraine, Moskau, Belarus, Schweden, Finnland. Egal wo du es vergleichst, die Frauen haben einen geilen Modestil. Am besten fällst du sogar auch in Italien auf, auch Italienerinnen von Milan. Wunderschöne Mode in London, in Chelsea siehst du das, in England oder auch bei den osteuropäischen Frauen und Balkanfrauen zum Beispiel aus Jugoslawien, Albanien und. Du merkst einfach, diese Frauen sind sehr feminin. Sie haben einfach anziehendere Kleider, die deutlich besser zu ihrer Körperform passen, diese Körperform betonen. Sie haben ihre Lippen geschminkt, rote Lippen bedeuten besser Durchblutung, was wiederum für uns Männer unterbewusst bedeutet, die Frau ist fruchtbarer und die Frauen wissen ganz genau, wie die sich eben machen müssen, um uns Männern zu gefallen. Und viele moderne deutsche Frauen, die sehr links sind und es werden immer mehr, sehen aus wie Männer. Sie sehen aus wie Männer, wirklich wie Männer. Es ist wirklich auch keine Beleidigung, aber sie sehen aus wie Männer. Und da hast du einfach keine Lust, diese Frauen kennenzulernen. Du kannst dir auch nicht vorstellen, mit so einer Frau eine Familie zu gründen, weil am Ende sagt sie, ich bin der Thorsten, ich muss jetzt auf die Baustelle gehen und du bist jetzt die Edina und musst zu Hause die Kinder betreuen. Irgendwann wird das auch noch kommen, Männer. Das ist unser Problem hier. Und das ist ein Grund, das geht 100% an die osteuropäischen oder ausländischen Frauen im Generellen. Da können deutsche Frauen nicht mithalten. Vom Modegeschmack, die ihre weibliche Figur betont, die ihre weibliche Energie zeigt. Weil die meisten deutschen Frauen ziehen sich an wie Männer, sehen aus wie Männer. Gibt auch Ausnahmen, gar keine Frage. Gibt immer noch auch schöne weibliche deutsche Frauen. Ich war mit einer verlobt. Ich hatte auch eine Freundin, die so war. Aber es werden immer weniger. Und das ist leider eine sehr schlechte Tendenz, wenn es um den Bereich Dynamik zwischen Mann und Frau und Dating geht. Aber keine Sorge. Es gibt sehr viele wunderschöne ausländische Frauen, die sich auf selbstbewusste Männer wie dich da draußen freuen und wir helfen dir dabei, dass du eben so ein selbstbewusster Mann wirst. Und wenn du noch weitere 6 Gründe wissen möchtest hier oben, warum ausländische Frauen besser sind als deutsche Frauen, dann genieß dieses Video, was ich hier oben markiert habe und ich freue mich auf dein weiteres Erscheinen auf diesem Kanal. Viel Spaß, mein Bester!